ich lerne immer noch von ihr, auch wenn man denkt, wenn die Taste M klemmt beim Laptop, sie anruft und sagt, muss ich das Farbband wechseln? Wird sie immer noch eine Frau sein, die mir etwas beibringen kann. Könntest du dir vorstellen, in einem Mehrgenerationenhaus mit deiner Familie zu wohnen? Wäre das für dich eine angenehme Vorstellung oder manchen beschleicht ja auch Panik? Ja, es geht schon, weil wir, wie ich finde, eine sehr, sehr gesunde Beziehung zueinander pflegen. Wir halten auch sehr viel von Distanz. Aber das auch sehr innig. Also wir respektieren uns wahnsinnig und das habe ich einfach auch mitbekommen, auch jedem den Respekt zu geben, alleine sein zu dürfen. Also nicht mit aller Gewalt immer und jetzt muss und heute ist Sonntag und jetzt müssen alle und Zwang. Genau, kein also Zwang. Es wurde alles sehr, sehr offen auch ausgesprochen und wenn Konflikte da waren, dann wurden die auch diskutiert. Ja. Ach, da wären wir ja. Ich würde furchtbar gerne mal sagen, für all die Menschen, die jetzt wirklich mit Demenzkranken zu tun haben,